So, guten Morgen zusammen. Hier ist der neue Tag, neuer Shop. Kurze Infos, was den Kanal betrifft. Die Custom Games mit dem Preisgeld laufen ganz gewöhnlich voran. Dazu gehe ich auch direkt wieder gleich ein. Dann, was Skinverlosungen angeht, da müssen wir immer noch warten, bis Mansuri dann mal sich entschieden hat, welchen Skin sie jetzt haben will oder er. Weil den einen Skin hatte er halt schon, deshalb müssen wir da ein bisschen gedulden. Kurzfassung, wenn du dabei sein willst bei Custom Games mit Preisgeld oder auch bei Skinverlosungen, gerne ein Abo da lassen. Vergesst vor allem nicht, die Glocke zu aktivieren. Und an alle OGs hier inzwischen, vergesst nicht, ein Like da zu lassen auf das Video. So, was die Custom Games betrifft, ganz kurz, kleiner Zwischenstand. Thailand ist derzeit auf Platz 1 mit 5 Siegen, dann kommen DevZone mit 2, Yazin mit 2 und Phantom auch mit 2. Dann Lost Flo und Penta und Zukunftsspieler jeweils mit einem Sieg. Also gestern hat sich Thailand ein bisschen durchgesetzt, aber da ist noch nichts drüber zu sagen im Prinzip, weil es ist noch alles ausgeglichen. Also wenn du da gerne mitmachen willst, wie gesagt, gerne Abo dalassen, Glocke aktivieren und schon wirst du alles mitkriegen. Wie gesagt, hier die Zwischenstände kommen immer wieder im Shop-Video vor. Also wie immer, Shop-Video, wichtigste Video. Dann, was die Skin-Verlosung betrifft, gibt es nur eine Bedingung, nämlich schick mir bitte einfach eine Freundschaftsanfrage an yt-familyhack. Unterstrich Family Hack, genau. Hat den ganz einfachen Grund, wir müssen 48 Stunden befreundet sein, bevor ich dir ein Skin schenken kann. So, dann würde ich sagen, war es das erstmal dazu. Wir gehen natürlich rein in den Shop, ihr seht schon, einer wird definitiv da sein. So, was haben wir hier Neues? Fangen wir mal ganz vorne an, der Weihnachtssuper ist natürlich immer noch drin. Ich finde ihn immer noch toll, auch wenn schon einige meckern sind, ist das alles, was bis jetzt kam. Aber bleibt mal geduldig. Bis Weihnachten ist noch lang. Von daher, wie gesagt, mir gefällt die Variante recht gut. Im Spiel, ich meine, ein bisschen Weihnachtsstimmung muss hier reinkommen. Klar, er ist nur für Weihnachten gedacht. Er ist nicht fürs ganze Jahr zum Spielen gedacht, sondern halt für jetzt. So, das passende Rückenaccessoire mit den kleinen Äuglein wieder ausgucken. Also ich finde den Skin an sich wirklich top. Also ich vermute auch mal, dass ihn jeder von euch eigentlich haben will. Aber das muss natürlich wieder jeder für sich selbst entscheiden. So, dazu haben wir natürlich noch Prügelzweig. Wo ich immer noch sage, ich glaube das hässlichste Erntewerkzeug, was wir haben im Spiel. Dann haben wir noch die Lackierung Ho Ho Ho. Aber da muss ich sagen, die Lackierung, ja. Ja. Naja, ich würde sagen, die hatten wir eigentlich schon ziemlich oft so in der Variante, aber ja, passt zwar zu Weihnachten, aber ja, da hätte vielleicht ein bisschen mehr, ja, ich weiß nicht, vielleicht ein paar Sternchen mehr, aber das ist auch jammern auf hohem Niveau, würde ich jetzt sagen. So, dann war es das damit. Dann, ihr seht schon, den Skin habe ich mir damals direkt geholt, als er rauskam, war auch quasi so der Anfang von YouTube, was mich betrifft. Musste ich mir einfach damals holen, weil, ja, ihr wisst schon, neue Season, ach ne, gar nicht, war jetzt Kapitel 2, da war dann der heraus. Aber ich muss ehrlich sagen, gespielt habe ich ihn seitdem, glaube ich, gar nicht mehr. Also damals gekauft, aber dann irgendwie nicht mehr benutzt. Dazu das passende Rückenaccessoire, zwar das ist ganz nice, aber habe ich auch nicht benutzt, bin ich auch wieder ehrlich. Aber wie gesagt, ist halt richtig, also ist schon nicht schlecht, um Gottes Willen. Aber die spielen halt irgendwie nicht, keine Ahnung. Dann haben wir natürlich noch die Nullpunkt-Tarnung. Die habe ich allerdings nicht geholt, weil, ich weiß nicht, mir gefällt es irgendwie nicht so. Ist natürlich wieder Geschmackssache, aber ja, da haben wir halt noch diese Slurp Edition von. Die sieht fast genauso aus, finde ich persönlich. Gut, die Animation ohne die Blitze, aber so an sich. Wie gesagt, müsst ihr euch halt überlegen. So, dann haben wir. Achtung. Zack. Der Partyprügler ist zurück. Aber viele sagen, hier wäre alles neu. Aber hatten wir den Skin komplett schon mal drin? Ich meine ja, oder nicht? Wir gehen auch direkt auf die Stile ein, aber die laufen ja eh eigentlich von alleine durch. Haben wir einmal die Clean Edition.
dann ja, ein bisschen verrostet und dann die dunkle Version. Ja, die dunklen Versionen sind natürlich bei mir sowieso immer beliebter, aber ja, das ist halt wieder so ein Fun-Skin in meinen Augen. So fällt man natürlich übelst auf. Erinnert halt so ein bisschen an Farbenbomber, klar. Aber so denke ich eigentlich ziemlich gut spielbar in der letzten Variante. Gut, das Schild ist natürlich, da sollte man echt das Schild hier nehmen, weil das fällt wirklich auf. Wenn man das auf dem Rücken trägt, ist das wie eine Zielscheibe. So, dazu noch die Schlagsäge. Haben sie aber da die Dirty-Version genommen. Also der ist nicht clean, sondern halt ein bisschen dreckig. Verrostet. So, dann haben wir die Fall. Wann kam die denn? Die sagt mir zum Beispiel gar nichts. Aber ich sehe es gerade, Season 5. Also der Skin, dann ist er mir definitiv vorbeigegangen. Ihr seht es einmal mit Kopfbedeckung, einmal ohne. Ja, wenn, würde ich es auch mitspielen. Weil mit passt natürlich gut zusammen. Ja, haben wir hier noch einen Unterschied? Ich meine nur Kopfbedeckung, oder? Ja, nur die Kopfbedeckung ist der Unterschied. Also wenn, dann würde ich den Skin auch wirklich so spielen. Sieht zwar irgendwie ein bisschen dullyhaft aus, aber zieht euch mal einen Helm an. Mal gucken, wie stylisch euch der Helm steht. So, dann haben wir noch ins Schwarze. Da sage ich nur wieder Mansuri. Ich würde sagen, du musst dich langsam mal für den Skin entscheiden. Das wäre auch nett, damit ich die V-Bucks weg habe, weil die Leute denken halt, es wäre jedes Mal Skinverlosung. Ich hoffe halt, du hast den Skin noch nicht. Denn so langsam müssen wir die V-Bucks auch mal wieder loswerden. So, in Schwarze. Ja, ist jetzt nicht der OG-Skin in dem Sinne, aber hat halt schon irgendwo was. Ist nicht verkehrt, sag ich mal. Für 800 V-Bucks kann man da auch definitiv auch nichts verkehrt machen. Und ich finde persönlich, den sieht man auch nicht so oft. Ne, eigentlich gar nicht. Weil das ist halt auch immer so eine Sache. Egal wie alt ein Skin ist, es kommt auch darauf an, wie oft der gespielt wird. Wenn er selten gespielt wird, ja, denkt man nach. So, dann haben wir Schere, Stein, Papier. Auch geschenkt bekommen. Erstmal Gruß geht da natürlich wieder raus. Ob man es braucht oder nicht, aber wenn man mit dem Kumpel steht. Ich sag nur mythische Kiste, wer kriegt sie? Wer war als erstes da? Einfach einmal kurz Stern, Schere, Stein, Papier machen und schon weiß man, wem alles gehört. Und dann haben wir Elektroswing drin. Ich finde den nice. Aber von der Musik natürlich. So, dann natürlich Billy Bones. Ist auch ein fortbewegendes Move. So, dann, ja. Das ist auch wieder so ein Hängegleiter, den, glaube ich, gefühlt kein Mensch besitzt. Nämlich Papierflugzeug. Ist natürlich wieder alles Geschmackssache. Wenn es irgendeinem gefällt, um Gottes Willen, holt ihn euch. Und denkt dran, wenn ihr euch was holt, vergesst nicht, Creator-Code eintragen, YT-FamilyHack, auch nachgucken, ob er noch drin ist. Bei einigen ist er mit Sicherheit schon draußen. Und dann gucken wir noch schnell Star Wars. Ja, da hat sich nichts geändert. Ist halt immer noch das ganze Paket. Ich meine, die werden es ja wahrscheinlich jetzt noch ein paar Tage drin lassen. Aber die große Hoffnung, dass was Neues kommt. Ja, es wird immer wieder geleakt. Es kommt was Neues. Aber sehen tun wir da natürlich noch nichts. Hier ist noch der Gleiter einzeln. Dann hier der Emote Daumen hoch. Und der Schlagstock. Und natürlich ist das Trooper an sich. Es soll noch einen schwarzen Skin geben bald, aber da lassen wir uns natürlich schon mal überraschen. Ihr wisst ja, mit Leaks habe ich nicht so viel zu tun, halte ich auch nicht so viel von. Erst dann, wenn es raus ist, dann ist es real. Alles andere ist nur in meinen Augen Fantasie. So, dann gehen wir schnell rüber in Rette die Welt. Mal gucken, ob da heute die Tagesmissionen mal wieder funktionieren, weil die letzten 2, 3 Tage hat da ja gar nichts funktioniert. V-Bucks-Mission kann ich schon sagen, haben wir definitiv eine, haben wir. Und das wird auch alle Anfänger freuen. Sie ist im Wald. So. Lade, lade, lade. Bitte einmal laden. Komm. Schneller laden. Sonst meckern Leute wieder, ich würde Video stricken. Kappa. So. Ja, das hier sieht immer noch schön verbuggt aus.
So, komm, lass uns rein. Ah, erstmal wieder 150 V-Bucks an, nur fürs Einloggen. Danke dafür. Ja, nehmen wir mit. Oh, Auftragsbestätigung sieht gut aus. Ja, es gibt wieder tägliche Aufgaben. Aber wir haben nicht die anderen dann nochmal zusätzlich bekommen, sondern nur eine für heute. So, dann gucken wir mal. Ja, ihr seht schon, Rettet die Welt bin ich derzeit auch nicht wirklich am Spielen. Denkt dran, vergesst nicht, eure Punkte einzulösen täglich, selbst wenn ihr nicht spielt. Es kann nie schaden, ein bisschen stärker zu werden. Von daher. So, dann gehen wir mal schnell in den Steinwald. Ich habe Probleme mit täglichen Aufgaben. Ja, das haben wir schon mitbekommen. So, wo haben wir den? Ich meine, der war ganz vorne, oder? Oder war das wieder eine falsche Info? Doch, hier ist er doch. Ich wusste doch. Hier der Bus, 25 V-Bucks, Reiter auf dem Blitz. Ich denke mal, das dürfte ja jeder finden. Ist halt wie gesagt Sturmschild. Einmal kurz rüber. Hier die Aufgabe ist das, die Mission zu Ende durchführen. Macht auch bei der Mission mit, egal wie ihr denkt, wie einfach das Ganze ist. Wenn ihr nicht mitmacht, bekommt ihr nämlich auch die V-Bucks nicht. Von daher immer schön Mission helfen. So, dann gehen wir kurz in den Itemshop rein. Es ist eine Falle Lama, weil manche interessiert es ja doch, was für Lamas sind gerade drin. Dann haben wir noch, das sind meine. Ihr seht, ich spiele immer noch nicht wirklich Rettet die Welt zurzeit. Zurzeit bin ich echt auf dem Trip, ich will besser werden in Fortnite. So, hier hat sich auch nichts geändert. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop-Video. Euch noch einen schönen Tag, denkt dran, heute ist die letzte Woche für manche. Die meisten, denke ich mal, haben am Ende der Woche hier Ferien. Und in dem Sinne, vergesst nicht, das Like da zu lassen. Wenn ihr neu seid, Abonnent werden wollt, gerne das Abo da lassen. Und ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich nachher zu den Custom Games. Und in dem Sinne, haut rein.